Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Hält nicht lange, wenn man fett ist. Die Runde geht auf mich. Bekommt der Puff plötzlich eine ganz andere Bedeutung als in der Kneipe. Ich bin wie eine Avocado. Hässliche Schale, harter Kern und dazwischen irgendwas Geschmackloses, Fettiges. Wenn ich mein Ohr nah genug an den Arsch meines Chefs halte, kann ich meine Kollegen kriechen hören. Ein Mann ist kein Pantoffelheld, nur weil er gerade Kartoffeln pellt. Dein Ritter in glänzender Rüstung könnte auch ein in Alufolie gehüllter Vollidiot sein. Du nennst es richtig schlecht in Darts. Ich nenne es Freistil-Akupunktur. Wenn ich über das Wasser laufe, sagen meine Kritiker zu mir, nicht mal schwimmen kann der. Wer heiratet, um mehr Sex zu haben, der geht auch in den Knast, um pünktlich Mittagessen zu bekommen. Lehrer auf Anabolika, so, mein Name ist Kules. Für euch also Herr Kules. Bei Amazon fehlt mir beim Öffnen der Webseite immer dieses warme Kaufhaus-Einkaufsgebläse im Gesicht. Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt, die immer unter meinem Schreiben... Wichser. Wischer, Mann. Scheibenwichser. Ich beim Italiener. Als Vorspeise hätte ich bitte gerne den Brunch. Das Plus. Die Nummer 12 Wichser. Ich weiß auch nicht, wieso ich das so lustig finde. Penner haben jeden Tag Brückentag. Welchen Teil von ich sollte wirklich Geld sparen, verstehe ich eigentlich nicht. Alle 11 Minuten vergeht eine Minute bei der Deutschen Bahn. Wenn ihr mich sucht, ich liege hinter euren Erwartungen. Ich bin immer das fünfte Rad am Wagen, das Lenkrad, das ist wichtig. Sieh an, wenn das nicht die Konsequenzen meines Handels sind. Die meisten Polterabende finden nicht vor der Hochzeit, sondern während der Ehe statt. Neulich einen Opa gesehen, der einen Jugendlichen, der an seinem Handy war, über die Straße geholfen hat. Löwe gehorcht nicht, Dompteur sichtlich angefressen. Der Doktor schaut mit dem Otoskop in das rechte Ohr meines Opas. Meine Oma sitzt links von ihm. Mein Opa, was sehen Sie, Doktor? Meine Oma, wahrscheinlich mich. Die Zeit, die man im Leben bei Ärzten im Wartezimmer verbringt, würde ausreichen, um selber Medizin zu studieren. Meine Probleme im Leben fingen damit an, als Mutti zu mir sagte, ich müsse mir meine Schuhe ab jetzt selber zu binden. Ich mache meine Musik beim Mitsingen immer so laut, dass ich denke, ich könnte echt gut singen. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber.